Ein Meilenstein für mich war immer die Normung im Bereich der Videoüberwachungstechnik, weil als ich vor 17 Jahren in diesen Themenbereich eingetreten bin, ist im Bereich Videoüberwachungstechnik kaum Richtlinien, kaum oder eigentlich keine Normen gab. Es gab zwar Videoüberwachungstechnik, die aber danach von den Errichterunternehmen nach bestem Wissen und Gewissen aufgebaut worden sind. Oftmals sind die Schutzziele dabei nicht beachtet worden, sondern man hat einfach gesagt, man überwacht einen Bereich Videotechnik, ohne sich Gedanken über Schutzziele zu machen. Jetzt durch die Norm gibt es Klassifizierungen, zum Beispiel im Bereich des Sabotageschutzes, aber auch bei der Bildauflösung oder bei der Auflösung, bei der Darstellung der Zielobjekte, also wie gut muss die Person aufgelöst sein, dass ich auch mein Schutzziel erreiche, um die Person nachher zum Beispiel auch zu identifizieren auf den Bildern.